Der Tobi ist ein Urgestein und hat inzwischen schon mehrere Inventarnummern auf den Rücken tätowiert. Seit wann bist du bei uns tätig? 2002. Seit 2002, sehr gut. Also seit schlappen 16 Jahren, was für das Internet ja schon eine ganze Weile ist. Ich habe vorgestern mit jemandem aus San Francisco telefoniert, der mir sagte, da kann man gar nicht länger als 2 Jahre in einem Unternehmen sein. Das heißt, du hast jetzt schon 8 Chancen verpasst, mindestens. Mhm. Aber wir behalten dich gerne auch noch weitere 8 bis 28 Chancen. Hier, der Tobi kennt, würde ich sagen, fast jede Zeile oder jeweils eine Zeile Code aus fast allen Projekten, die wir zumindest sozusagen sehr lange mit uns geschleppt haben. Und erzählst uns heute was über einen, ich würde sagen, die längste Software, die heute noch aktiv ist. Also ich weiß gar nicht, ob wir bei Cybert Media irgendwas betreiben, was älter ist als Gartentechnikum. Das ist eine Tochtergesellschaft von uns, die ich tatsächlich mal gemeinsam mit einem, tatsächlich meinem Trauzeugen gegründet habe und die sich mit Rasenmähern und motorgetriebenen Gartengeräten beschäftigt. Wir haben so knapp 300 Händler, die von uns Websites bekommen. Ich weiß nicht genau, wie intensiv du darauf eingehen wirst, aber also letztendlich könnte ich das sowas wie so ein WordPress mit einem Shop und den ganzen Produkten schon drin für jemanden, der euch einen Rasenmäher, eine Heckenschere, einen Freischneider. Also wenn ihr einen großen Garten zu Hause habt, irgendwas über 500 Quadratmeter, dann werdet ihr mit Sicherheit Motoristen kennen. Und der Tobi kennt die auch und insbesondere Software, die die benutzen, um sich im Internet zu vermarkten. Ich freue mich über deinen Vortrag. Danke. Danke. Also zu meiner Person muss ich dann ja nichts weiter sagen, wurde ja ausreichend vorgestellt. Tatsächlich werde ich über die Software gar nichts weiter sagen. Das spielt hier kaum eine Rolle, außer sie ist sehr alt und hat so ein bisschen Patina angesetzt. Es geht darum, diese, ich glaube, 15 Jahre alte Software in Kubernetes zu überführen. Das hat schon stattgefunden letztes Jahr. Wir sind jetzt ein Jahr damit live in Betrieb und das ist quasi ein Erfahrungsbericht, was uns so alles zugestoßen ist und wie es uns jetzt so geht. Der Ausgangspunkt von der Software war, dass wir 7 in Anführungszeichen Dienste hatten. Wir haben den Dingern zwar Namen gegeben, aber im Großen und Ganzen war das so ein Konglomerat von mehreren Teilen, die wir eigentlich gar nicht so genau scharf trennen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass es so ein Konglomerat war, gab es da viele Wechselwirkungen und insgesamt ist das Projekt mit relativ knappen Ressourcen bemessen, sodass zum Beispiel die CPU-Last de facto immer bei 100% lag, 40% zeitkritische Dinge, 60% alles, was man per NICE in den Hintergrund schieben konnte. Und es war abzusehen, dass wir das auch zukünftig haben werden. Die Vorteile, die wir in dieser Situation hatten, war, dass die Last auf den VMs, also de facto hatten wir einen Rechner gekauft, darauf liefen einzelne VMs und das heißt, wir hatten die volle Hoheit über das Ding. Die Lastverteilung ist dadurch sehr gut steuerbar. Man kann dem Prozess einen NICE geben und fertig ist. Und wenn man irgendwas wissen will über das System, kann man einfach auf dem System halt nachgucken, kann die Wechselwirkungen halbwegs gut sehen. Alle Logs sind verfügbar. Das ist ganz angenehm. Die Nachteile sind, wenn man auch nur irgendwas an diesem System ändern wollte, keine Ahnung, eine neue MySQL-Version, das Betriebssystem mal updaten, das war mit unglaublich viel Overhead, beziehungsweise manchmal sogar mit Unmöglichkeiten verbunden. Zum Beispiel wurde die Virtualisierung mit irgendeinem Cisco-System betrieben und das unterstützte die letzten 2 Versionen von Linux schlichtweg nicht. Die konnten wir nicht installieren. Und außerdem gab es noch ganz merkwürdige äußere Abhängigkeiten, die man gar nicht sehen konnte. Zum Beispiel benutzten wir einen SAN und wir haben nur manchmal festgestellt, zu manchen Zeiten war der Dateizugriff unglaublich langsam. Wir wussten nicht so genau, wieso. Das konnte man immer nur so orakeln, dass zu der Zeit andere Kunden, die auch das SAN nutzen, vielleicht eine hohe Last haben, aber rausgefunden haben wir das nie. Dann noch, wenn man auf einer VM irgendwas installiert hatte, war das ein relativ großer Overhead. Dadurch war der Dienst da relativ festgenagelt. Den irgendwo anders hinzuziehen, weil man jetzt sagte, okay, die VM ist voll, wir brauchen mehr Ressourcen. Eine CPU reinstecken ging nicht, war ein physikalischer Server, der hat nur x CPU-Plätze. War das eigentlich auch nicht möglich. Der Aufwand war zu groß, konnten wir nicht machen. Der Weg zu Kubernetes begann damit, dass wir gesagt haben,
wir haben eigentlich keine Ahnung, also setzen wir erstmal eine Entwicklungsumgebung auf, um damit ein bisschen rumzuspielen. Wir haben absolut bei Null angefangen, wir hatten noch nicht mal eine Ahnung, was Docker ist. Das war tatsächlich relativ leicht zu lernen, weil die Doku passt auf, grob gesagt, ein A4-Blatt. Das hat man schnell Intros und war ganz okay. Die Dienste dann zu zerschneiden, wirklich, dass man einen Dienst ranschreiben kann im Sinne von Docker, das war schon ein bisschen kniffliger, weil wir ja selber nicht wussten, woraus besteht diese Anwendung, die wir da vor uns haben, eigentlich so. Dann der nächste Schritt wäre gewesen, wir wollten ja in Kubernetes, das war das Ziel, die Anwendung hosten, brauchen wir also lokal irgendetwas Vergleichbares, um das da machen zu können. Da hat Volker ja vorhin schon gesagt, Kubernetes, Doku, da braucht man bloß mal kurz drüber fliegen und kriegt sofort die Panik, weil das ist eher ein Handbuch aus den 80ern, das wahrscheinlich 4 Kilo wiegt. Das lokal zu installieren ist überhaupt nicht möglich. Es gibt ein Minikube-System, das ist eine VM, die man sich lokal starten kann. Das Ding ist de facto so unbrauchbar, dass man es für gar nichts benutzen kann, weil es benutzt genau eine CPU, wodurch es irre langsam ist und es läuft auch noch in der VirtualBox, was das Ganze noch mal langsamer macht. Und es hat auch noch ganz viele Bugs, die Minikube-spezifisch sind. Also es hat mit dem in der Wildbahn verfügbaren Kubernetes eigentlich gar nichts zu tun. Ich vermute, dass es eine Lokalinstallation von Kubernetes in der Zwischenzeit vielleicht gibt, dass es da irgendwelche Install-Tools oder sowas, das hat sich wahrscheinlich im letzten Jahr, ich sehe da ein Nicken, ein bisschen was getan, das würde das Problem lösen. Wir haben einen anderen Weg gewählt, wir sind dann einfach zu Docker Compose übergegangen, schlichtweg, weil es bei Docker mitgeliefert ist und irre einfach ohne großen Overhead zu bauen. Wir konnten dann die Testumgebung lokal zwar starten, aber wir hatten noch kein Kubernetes, nützt uns halt nichts. Haben wir uns bei Google selbst einen Cluster einrichten lassen. Unsere IT hatte da schon ein bisschen Erfahrung, das zumindest zu erstellen und haben ein bisschen angefangen zu spielen. In Form von, wir haben die Dienste, die wir in Docker-Container geschnitten haben und die unabhängig sind, wie zum Beispiel eine MySQL-Datenbank, die braucht jetzt nichts außer sich selbst, einfach mal in Kubernetes eingestellt, ohne das Storage, da komme ich gleich noch zu, weil das ein bisschen tricky ist. Haben festgestellt, das ist relativ geradlinig. Auch wenn die Doku einen erschlägt von Kubernetes, wenn man mal so ein bisschen hinter den Vorhang geschaut hat und gesehen hat, dass die ganzen Begrifflichkeiten eine Historie haben und wenn man diese Historie nachverfolgt, warum jetzt Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden, dann kommt man recht schnell zu einem Verständnis. Und ich muss sagen, vom Komplexitätsgrad her ist es Docker mal 3. Also ist gar nicht so viel mehr. Wenn man die Begriffe einmal gefressen hat, dann ist es okay. Der nächste recht schwierige Schritt war das Deployment. Wir wollten natürlich nicht alle Dinge per Hand machen. Ich meine, wir haben ein System, was sich automatisch selber verwalten kann. Warum sollten wir das Deployment dann nicht automatisieren? Und haben dabei festgestellt, dass, gut, Docker ist per se automatisiert. Das ist die Grundlage davon. Die Kubernetes-Configs sind einfache Dateien, die man hochlädt und dann ist das schon fertig. Das ist also auch sehr leicht. Was deutlich schwieriger ist, ist, dass zumindest bei Google, aber ich vermute auch bei anderen Anbietern von Kubernetes, bei Amazon oder weiß nicht, wer das sonst noch anbietet, da sehr starke Einbindungen von Besonderheiten drin sind. Zum Beispiel bei Google ist es die komplette Datenhaltung. Die haben halt eigene Platten, die dort eingebunden werden in Kubernetes und das muss man aber an einer komplett anderen Stelle überhaupt erstellen. Nämlich in dieser G-Cloud UI-Oberfläche. Es gibt auch eine API, man kann es auch per Shell bedienen, aber im Großen und Ganzen muss man zu Google gehen und dann sagen, ich brauche eine Festplatte oder was auch immer und muss das konfigurieren. Genauso die VMs, die man dann für Kubernetes benutzt, muss alles in G-Cloud passieren. Das ist recht anstrengend und allein schon der erste Schritt, das zu automatisieren, nämlich ein Shell-Skript zu erstellen, was ich selbst auf einem Fremdsystem einloggen kann, ist zumindest vor einem Jahr noch eine sehr große Einstiegshürde gewesen, weil es gibt, glaube ich, 4 oder 5 ominöse Keys, die man braucht, um dieses Ding zu autorisieren. Bis man die überhaupt gefunden hat, sind mir mindestens 2 Tage vergangen. Das war recht anstrengend. Und ja, bitte? Platten bezogen sich jetzt auf Storage oder weg?
Zusammenhang kamen wir zu. Genau, da komme ich auch gleich noch zu. Zu dem Storage. Bei Kubernetes selbst gibt es ein Persistent Volume Claim genanntes Konstrukt, um sich quasi aus der Luft irgendwelchen Plattenplatz generieren zu lassen. Diese Dinger hatten zumindest bis Februar diesen Jahres einen recht unangenehmen Bug. Wenn man nämlich den Mountpunkt einmal verloren hat, konnte man ihn nie wieder mounten. Das ist jetzt im Produktivsystem eher ungünstig, wenn man eine Platte erst komplett löschen muss und wieder bespielen, bis man sie wiederverwenden kann, bloß weil man mal den Mount verloren hat. Laut Log ist zwar dieser Bug behoben, aber wir wissen nicht, ob es in Kubernetes eingespielt wurde. Und aus diesem Grund mussten wir zwingenderweise die Platten von Google, diese GCE-Platten verwenden, um halt persistent unsere Daten irgendwo ablegen zu können, weil eine Datenbank ist ja gut und schön, aber wenn sie mit jedem Deployment gelöscht wird, ist eher ungünstig. Das nächste, was dann auch noch mit da reinspielt, ist auch Kubernetes bedingt. Man kann dort eine Platte schreibend nur an einem einzigen Punkt einhängen. Macht Sinn, weil sonst gibt es Kollisionen. Google hat dort schon als Default, oder ich glaube Kubernetes ist es sogar, vorgesehen, dass man dann NFS nutzt, um eine Platte an mehreren Orten einhängen zu können, um das halt über Dienste zu verteilen. Das ist aber recht hakelig. Die bieten einen Container, der das schon kann. Das ist alles schon vordefiniert. Es gibt irgendwelche Tutorials, wo man das einsehen kann. Aber es ist doch nicht so geradlinig, wie man das aus der Kubernetes-Config erwarten würde, wo man sagt, ich möchte jetzt hier 100 GB Platte haben und tada, da sind sie. Genau. Dann, nachdem wir das gelöst hatten, stand das System de facto eigentlich, aber mit dem großen Fragezeichen, funktioniert das eigentlich, vor allen Dingen unter sehr hoher Last, wie verhält sich das? Da haben wir ein Tool aus einem früheren Hackathon kennen und lieben gelernt, nämlich GoReplay. Das hat uns gerade bei diesem Umzug ganz viel Panik genommen, weil damit kann man schlicht auf irgendeinem beliebigen System den Netzwerkverkehr aufzeichnen und auf irgendeinem anderen System wieder abspielen. Das haben wir genutzt, um unser Produktivsystem haben wir eine Woche lang aufgezeichnet und dann das in der Dauerschleife auf diesem Kubernetes-Cluster einfach laufen lassen, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich. Wie zu erwarten war, die ersten 2-3 Tage brach das Ding andauernd zusammen, weil wir die Hälfte von dem, was wir gedacht haben, wie es funktionieren soll, falsch verstanden haben. Aber wir haben ja nichts verloren. Es war ein Testsystem, wir konnten damit ein bisschen rumspielen. Das war auf jeden Fall so das Tool, was ich für solche Umzüge immer empfehlen würde, um Dinge zu testen, die im Produkt eigentlich nur im Produktivsystem auftreten können. Weil wenn wir da als Benutzer einfach mal so ein bisschen rumklicken, das bringt halt die Last nicht so, um die Effekte zu sehen, die man da sehen möchte. Das größte Problem waren die Ressourceneinstellungen bei Kubernetes. Es gibt da gute Möglichkeiten zu sagen, welcher Dienst wie viel CPU maximal bekommen soll, wie viel minimal. Das Problem ist, dass anhand von diesen zwei Angaben, beziehungsweise noch RAM kommt auch noch dazu, Kubernetes selbst ständig hingeht und diese ganzen Dienste auf die ganzen Rechner, die es zur Verfügung hat, verteilt. Da hat man relativ wenig Einfluss darauf. Man kann mit Labels arbeiten, das ist aber auch ein bisschen schwierig. Es geht, aber man muss sehr genau wissen, was man tut. Das hat uns mindestens mal eine Woche gekostet, bis wir das so halbwegs verstanden haben, um die Dienste so zu verteilen, dass sie unter Last nicht vollkommen zusammenbrechen. Sprich, dass wir nicht einen Punkt haben, der zu 300% ausgelastet ist und die anderen drei Rechner tun gar nichts, nur weil die Dienste halt falsch verteilt sind. Auch das ließ sich lösen. Ja, bitte. Die Ressourcen, sind die kaskadierbar, dass man sagen kann, okay, wir brauchen noch eine mehr, eine Ressource mehr, also noch eine VMware darauf oder wie? Jein. Ressourcen zu erweitern. Genau. Komme ich gleich bei den Vorteilen noch zu, um Ressourcen zu managen. Kann man es entweder per Hand tun, das ist sehr leicht. Also es gibt in dieser G-Cloud UI
ein Formular, wo man einfach sagt, ich brauche jetzt noch 2, 3 Rechner mehr oder diese VM soll jetzt statt 2 CPUs 4 oder 8 haben. Das dauert dann so 30 Sekunden, wo der sich ein bisschen überlegt, was muss ich denn alles machen, und dann ist es einfach vorhanden. Das kann man fast im Live-Betrieb tun, ohne große Störung. Es gibt sogar eine automatische Skalierung. Das ist allerdings ein Beta bis, ich würde mal fast sagen, Alpha-Feature, wo man sagen kann, wenn die CPU-Last über einen definierten Prozentwert steigt, dann schalte automatisch noch weitere VMs dazu. Das haben wir zumindest bei den, ich nenne es mal Wegwerfinstanzen, da komme ich gleich noch zu, was das ist, probiert, die nicht so wichtig sind für uns. Das Problem ist, dass die sehr schnell hochskalieren, das geht, aber beim Runterskalieren, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ist da ein Load Balancer im Einsatz? In der Anwendung selber jetzt nicht mehr, weil das bei Kubernetes de facto eingebaut ist. Die Services verteilen sich per Round-Robin gleichmäßig. Aber der hängt keine zusätzlichen Services an, also VMs, wenn ich die brauche. Das kann man so einstellen. Okay. Aber wie gesagt, das Hochskalieren, das geht manchmal etwas zu optimistisch und zu schnell. Und das Runterskalieren hat aber immer Probleme gehabt. Also meistens haben wir es dann so gehabt, dass bei leichter Last hat er etwas mehr Ressourcen benutzt, als er eigentlich hätte brauchen sollen. Bei Volllast ging er dann auf Anschlag, wie zu erwarten. Wenn die Last dann aber wieder runterging, blieb er bei den vollen Ressourcen und die müssen wir dann bezahlen. Das ist ein bisschen problematisch. Auch das Runterskalieren selber ist nicht definiert. Diese einzelnen Dienste kriegen zwar die Information, ja, ich möchte mich jetzt abschalten, aber am Ende des Tages werden sie dann doch gekillt und verschwinden einfach. Das heißt, man hat irgendwelche Fehler im System, mit denen man auch umgehen muss. Es passiert nicht reibungslos. Was du in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz erklären könntest, ja, war, da hatten wir mal drüber gesprochen, dass wir billige Ressourcen eingekauft haben und Google sich dann... Ah, okay, komm noch. Da komme ich jetzt. Genau, das kommt gleich. Die Vorteile bezogen auf den Stand von vorher. Wir haben jetzt sehr viel mehr Dienste, die wir schlichtweg besser kennen. Das ist durch den Umstieg passiert. Die deutlich kleiner sind. Die Dienste sind... Also eigentlich hatten wir die Dienste schon vorher. Wir wussten nur nicht, dass sie da sind. Die Dienste sind deutlich beweglicher. Das ist einfach der Vorteil von Kubernetes. Wenn der halt merkt, die Ressource wird knapp, dann nimmt er halt den einen Dienst von Server A und schiebt ihn auf Server B. Und das macht er ganz alleine, muss man sich nicht drum kümmern. Bei Google selbst, was wahrscheinlich daran liegt, dass es Google ist, haben wir keine Einflüsse von außen erlebt, dass irgendwie die Platten mal langsam wurden, weil andere Kunden, die auch die Platte benutzen, irgendein Problem haben. Wir reden hier von Google. Ich glaube, das hat sich einfach nur dadurch erledigt. Und Änderungen am Betriebssystem oder an den Ressourcen sind eher, das macht man mal zwischen, ich mache mir einen Kaffee und ich trinke ihn aus, weil einerseits die Ressourceneinstellung halt in dieser UI funktioniert, innerhalb von circa 30 Sekunden. Wenn man das Betriebssystem updatet, das ist dann wieder ein Feature von Docker, man trägt es einfach ein, eine neue Version, deployt es und da ist es. Und das ist auch reversibel, also das ist recht angenehm und man braucht niemanden dafür, außer den Zugriff auf die UI. Die Nachteile sind schon die erwähnte, Laststeuerung ist ein bisschen tricky zu machen. Auf dem alten System war es ja so, dass wir mit NICE arbeiten konnten, das verteilt sich einfach selber. Man kann sagen, dieser Dienst ist weniger wert als der andere. Bei Kubernetes sind alle Dienste gleichwertig. Das heißt, egal wer da CPU-Last anfordert, der kriegt sie. Und es verteilt sich dann recht gleichmäßig auf dem System. Und das Debugging, was wir Gott sei Dank jetzt nicht mehr so oft brauchen, ist recht schwer, weil da jetzt ganz viele Services rumfliegen und Dinge recht volatil sind in Form von, wenn irgendwas schief geht, verschwinden sie einfach. Ich habe der Uhr gerade angehört, dass ich ein bisschen Gas geben muss. Das ist der Punkt, den der Martin angesprochen hat. Neue Features, die wir dazu gewonnen haben, sind eine Technik, die sich Preemptive nennt. Google bietet CPU- und RAM-Kapazitäten, die wahrscheinlich gerade von anderen Leuten nicht benutzt werden, für de facto 0 Euro an. Ich glaube, das sind 0,01 Cent pro Minute oder irgendwie sowas. Das ist wahnsinnig billig, wo man so eine VM einkaufen kann.
Das Problem ist, man muss etwas haben, was unkritisch ist und asynchron. Diese Dinger werden einem nur für 60 Sekunden zugesichert, maximal bis 24 Stunden. Und sie können von Google, wenn der die Ressourcen wieder braucht, jederzeit wieder gegrillt werden. Das muss diese Anwendung, die darauf läuft, dann schlichtweg aushalten können. Geht das denn in einem Kubernetes-Cluster überhaupt oder ist das eigentlich für VMs nur, dieses Präemptivmodell? Das ist de facto dann eine spezielle Node. Kubernetes stellt sich das... Es gibt in der Tat präemptive Kubernetes-Nodes. Genau. Okay, ich kenne das nämlich nur von VMs. Das ist, glaube ich, kein Feature von Kubernetes selber. Okay. Sondern das, in Kubernetes gibt es dann zwar ein Label, auf das man hören kann, wo man sagen kann, ich schiebe nur Dinge auf diese Preemptive-Teile, die das halt aushalten und alle anderen nicht. Aber so wie sich das für mich darstellt, hat das Google da eingebaut, aber mit Kubernetes hat das gar nichts zu tun. Genau, dann gibt es noch ein paar mäßige Nachteile. Das Monitoring ist deutlich aufwendiger, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir schlichtweg noch kaum Erfahrung mit dem Kubernetes-Zeug hatten. Die Logs sind, also ich rede jetzt von Dateilogs, die im Dateisystem liegen, echt umständlich einzusammeln. Da sollte man sich dann doch einen Log-Dienst irgendwie anschaffen. Unsere Anwendung ist alt, da gab es erstmal nur Dateien, wir mussten damit leben. Die automatische Pod-Umverteilung, wenn die Ressourcen knapp sind, ist manchmal ein bisschen überraschend. Da gibt es noch so Dinge, die wir nicht ganz verstehen, warum das passiert. Es gibt aber zumindest kein Problem. Also die Anwendung fällt deswegen nicht aus. Wir wundern uns nur manchmal, warum so ein Pod plötzlich Füße kriegt und wandert. Und insgesamt ist es ein bisschen teurer als vorher das Hosting. Der Preis... Ich kann tatsächlich jetzt gar keine Zahl sagen. Aus dem Bauch raus würde ich sagen 1,5. Aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich kann mal nachgucken. Nee, es ist 1.000, weißt du? Okay. Ja, ja. Ja. Da kann ich jedenfalls was zu sagen auch. Die Kosten sind teilweise ein bisschen gestiegen. Also gerade diese... Das macht ja insbesondere für diese Cronjobs, diese 60 Sekunden Preemptive-Dinger. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv, aber jetzt nicht für eine Web-Session oder irgend sowas. Wenn jetzt ein Nutzer kommt, da kann ich mir nicht sagen, deine Session ist zu Ende, weil Google gerade deinen Server abgeschaltet hat. Wir hatten da richtig fette Probleme, weil wir gerade, jetzt fängt die Saison gerade an. Also ihr habt das sicherlich festgestellt, auf einmal scheint die Sonne, der Rasen wächst. Jetzt kriegen diese Motoristen unheimlich viel Traffic auf ihre Websites, weil jeder feststellt, mein Rasenmäher geht nicht mehr, ich brauche einen Rasenroboter und so weiter. Das heißt, wir haben so richtige Saisonpeaks auf den Websites, die wir sehen und hatten am Anfang unheimlich Schwierigkeiten, damit umzugehen. Und das ist jetzt halt einfach weg. Insofern, wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, ja, meine Kosten sind um 30-50% gestiegen, dann gibt es überhaupt nicht die Situation, spiegelt es gar nicht dar. Sondern wir haben das größte Problem, das wir hatten. Unsere Websites wurden langsam, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo es am wichtigsten war, dass sie schnell sind, das haben wir einfach gelöst. Und das hat überhaupt keine Relevanz an den Kosten sozusagen. Also da hätte ich das Fünffache für bezahlt, um dieses Problem zu lösen. Und insofern, ja, also. Genau. Ja, Volker? Ja, wir haben auch relativ intensiv uns mit den Kosten beschäftigt. Ich kann das ein Stück weit bestätigen, was der Tobias sagt. So 1,5, wir haben eher so im Bereich 1,25, 1,3 gelegen, ein bisschen günstiger. Man muss aber noch Folgendes dazu sagen. Wenn du von einer Infrastruktur kommst, die sozusagen Oberkante, Unterlippe ist, wie bei euch, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen teurer. Bei uns war das so, wir haben ziemlich viel Zeug, was rumeidelt. Und in das räumt man ja in dem Zusammenhang dann mal auf. Ja, man hat keine CPUs, die einfach nichts tun, weil man muss sie ja sozusagen dann auch nicht unbedingt buchen oder sie werden da rausgenommen und. Das führt unseren Berechnungen danach, dass man vielleicht dann so im Bereich 0,7, 0,8 landen kann. Und wahrscheinlich, so vom Bauchgefühl her, wird sich am Ende als Average Case for everybody sozusagen darauf hinauslaufen, dass es in etwa das Gleiche kostet wie vorher. Aber der erste Satz da oben, der ist ziemlich wichtig, weniger IT, mehr DevOps. Der Arbeitsaufwand, wir haben jetzt noch keine Langzeiterfahrung damit, aber wir versprechen uns, dass der Arbeitsaufwand und auch der Aufwand mit solchen Dingen, die
schwer delegierbar sind, schwer outsourcer sind, so diese blöden, schmerzhaften Probleme, die an einzelnen Personen hängen und so weiter, das geht zurück. Weil man in einer sehr standardisierten, pattern-getriebenen Welt sozusagen unterwegs ist, die Entwickler Dinge so entwickeln können, dass die nachher im Betrieb einfach weniger Schmerzen machen. In dem Zusammenhang hätte ich dann nämlich noch mal eine Frage dann halt auch. Du hast ja das ganze Thema orientiert an eurer Legacy-Application. Ganz viele Microservices habt ihr da draus gemacht. Was ich gerne noch mal wissen würde, ist, wir verlagern das zur Google Developer Group. Okay, alles klar. Gut. Ich habe auch nur zwei Sätze. Das ist eigentlich, du hast schon vorgegriffen und du hast es gerade erklärt. Der Preis von dem Hosting ist ja nur ein Bruchteil. Wir hatten beim letzten Frühstück tatsächlich die Situation, dass genau zu dem Frühstück Google der Meinung war, wir müssen jetzt mal alle Rasenmäher initiieren und hat uns mit ungefähr 1,2 Millionen Zugriffen bombardiert. Das schafft auch dieses recht große Kubernetes-Cluster nicht so ad hoc. Das hat uns ungefähr 5 Minuten gekostet, um rauszufinden, das wird wohl Google sein, dann schieben wir einfach ein paar Ressourcen dazu und fertig. Allein diese eine Tatsache hat wahrscheinlich 4 bis 6 Stunden von der IT eingespart in diesem Moment, weil das ungefähr der Zeitraum war, den wir immer gebraucht haben, um einfach eine neue VM dahinzustellen. Plus noch meinen Aufwand, um dann die Anwendung darauf zu installieren, das Deployment anzupassen, all das brauche ich jetzt schlichtweg nicht mehr. Das kann man schlecht schätzen, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, allein diese eine Situation hat fast all das eingespart, was das Hosting im letzten Jahr gekostet hat an Mehrkosten. Und was man nicht vergessen darf, da sind meistens halt, also jetzt in dem Fall ist es Google, aber das normalerweise sind da ja Kunden dahinter. Ja? Das sind halt Menschen, die haben irgendwie eine schlechte Performance bei der Website oder vielleicht sogar gar keine Website. Und in dem Fall halt jetzt ein Bot, der für uns aber sehr relevant ist. Wir wollen ja, dass die Händler indiziert werden. Wir wollen ja, dass jedes doofe Rasenmäherprodukt, wenn ihr Wiesbaden und Stiel Motorsäge XY eingebt, dann soll ein Händler von uns rauskommen und nicht die Stiel-Website und nichts anderes. Und das ist auch total wichtig, dass wir das halt abbilden können, diese Anfragen, die wir generieren. Du sagtest jetzt gerade, früher bist du hergegangen, hast dann deine Anwendung auf eine VM installiert, hast da einen halben Tag für gebraucht, ihr habt sie irgendwie dann hinter den Load Balancer getan und dann hat die mitgespielt. Und jetzt habt ihr ganz viele Microservices, irgendwie 26, 23 oder was da draus gemacht. Wie geht ihr denn damit um, wenn es Sachen gibt, die nicht so einfach in einen Service zu verpacken sind, jetzt wie zum Beispiel in MySQL, wo man vielleicht sogar das Google Cloud SQL für verwenden kann und dann noch nicht mal mehr eine eigene Deployment dafür braucht. Du hast vorhin WordPress und so erwähnt, so solche Höllenanwendungen aus den 90ern oder Nullerjahren, die Dateien ins Dateisystem schreiben, die alles Mögliche machen, was eigentlich überhaupt gar nicht mit diesen Pattern zu vereinbaren ist. Wie geht man damit um? Muss man den ganzen Krempel neu schreiben? Gar nicht. Gerade WordPress funktioniert wunderbar. Okay, dann stell dir irgendwas anderes Fieses vor. Also den einzigen Single Point of Failure, den wir noch haben, ist tatsächlich MySQL und da haben wir Dinge drumherum gebaut, dass da die Last quasi möglichst gering ist. Und ihr lasst es MySQL aber auch selbst laufen, benutzt nicht genau, das hosten wir selber. Okay, Tobi, ich sehe schon, du würdest mir hier die Show die nächste halbe Stunde noch stehlen, deshalb kriegst du jetzt noch einen kräftigen Applaus. Vielen herzlichen Dank.